Nein, das muss gefeiert. Lasst euch feiern. Bitte lasst euch feiern. Ich muss sagen, es war ein so schönes Bild. Ja, das ganze Team, nicht das ganze Team, also ein Teil des Teams vom Breitenbacher Hof zu sehen. Für mich bedeutet das relativ viel. Ich sage Ihnen warum. Frauke sagte jetzt Düsseldorfer Kind. Ja, mittlerweile bin ich ein Düsseldorfer Kind. Ich bin aber geboren in Köln. So, in der verbotenen Stadt. Eine echte kölsche Jung. Ich liebe Düsseldorf. Als Kind schon war für mich und für meine Familie ganz wichtig der Breitenbacher Hof. Und viele, die Düsseldorf noch von vielen Jahren kennen, kennen auch das Trederswix. Ein traumhaftes Restaurant, ja, wo man halt eben sich getroffen hat, alles 1980. Und deswegen habe ich so eine wahnsinnige Beziehung zum Breitenbacher Hof und finde es ganz toll, dass das Breitenbacher Hof jetzt das Hotel des Jahres geworden ist. Nochmal ganz herzlichen Glückwunsch dazu. Ganz fantastisch. Ja, natürlich, so ein Hotel muss natürlich auch super geführt werden. Nur dann ist es natürlich so ein Ausnahmehotel. Sehr verehrte Gäste und lieber Cyrus, was haben Apfelstrudel, Bonnie M. und wie ich vorhin schon sagte, das Trederswix gemeinsam? Die Antwort ist sehr einfach. Sie sind das Schöne drumherum einer besonderen Männerfreundschaft zwischen Cyrus, Herr Darian und mir. Wir sind heute Abend ganz unter uns, deswegen ziehe ich es ein bisschen vor, aus dem Nähkästchen zu plaudern. Cyrus, mein Lieber, du hast heute einen sehr großen Tag und ich danke dir von Herzen, dass ich deine Laudatio halten darf. Denn, um es ganz kurz auf den Punkt zu bringen, als wir uns das erste Mal sahen, hat es irgendwie sofort geschnackelt. Das darf ich einfach mal sagen. Mit anderen Worten heißt das, ich habe mich in deinen 007-Faktor verliebt und der ist nicht nur für mich, für die Königsallee, sondern auch für deine Branche einzigartig. Du bist für mich der perfekte Gentleman-Direktor mit eingebautem Red Carpet. Gleichzeitig bist du auch der unsichtbare Dritte, denn du stehst im Mittelpunkt, sondern immer deine Hotelgäste aus aller Welt. Die stellst du jedes Mal in den Mittelpunkt und das liebe ich so an dir. Und dafür wirst du geliebt von ihnen und Offenbach auch, natürlich von der Jury. Wir müssen heute unbedingt über Erstklassigkeit reden. Und das ist auch der Breitenbacher Hof. Und zwar mit seinem gesamten Team. Erstklassigkeit, das ist ein beliebter, typisch deutscher Exportartikel in der Hotellerie. Cyrus, Herr Darian, ist für mich der Adam aller Hoteldirektoren, die Erstklassigkeit erfunden haben und auch wirklich leben. First Class denken ist das eine, First Class zu handeln ist das andere. Und dann auch noch mit einer First Lady an deiner Seite, meine liebe Natalie, das ist wirklich, ja, es ist First Class. Großen Applaus. Ich muss immer wieder sagen, auch wenn ich ins Hotel komme und euch sehe, so stelle ich mir das einfach auch vor. Ja, halt eben mit dieser Liebe, mit dieser Professionalität. Und das ist auch das, was den Breitenbacher Hof ausmacht. Diese enorme Professionalität. Und doch diese Zurückhaltung. Wenn man reinkommt, man fühlt sich direkt wohl, weil es einfach wirklich First Class ist. Ich erkenne im Hotel jedes Jahres eine große Portion Perfektion, die es braucht, um diesen gigantischen Job zwischen mehreren Kontinenten und Kulturen auszuführen. Dazu, mein lieber Cyrus, möchte ich dir sehr herzlich gratulieren, denn das ist eine grandiose Spitzenleistung. In der Tat, du bist in vielen Kontinenten unterwegs, ja, und holst das auch immer wieder nach Düsseldorf und das merkt man. Heute stehst du, mein lieber Freund, im Mittelpunkt und ich weiß, es ist dir überhaupt nicht recht. Es ist in der Tat so. Denn da stehen immer deine Gäste, weil du sie dort auch natürlich hinstellst. Ganz eloquent, zugewandt und very, very international. Großen Applaus dafür. Ich finde, das zeichnet einen Hoteldirektor aus. In deiner Spitzenklasse.
kann ich ja sehr häufig auch dabei beobachten und das macht mir immer wirklich sehr viel Freude. Aber lassen Sie uns ein bisschen auf den Apfelstrudel zurückkommen. Wir beide haben ja sehr viele Gemeinsamkeiten, das haben wir nun wirklich festgestellt. Und unsere Liebe ist das Kochen. Ich habe zwei Lieben, drei. Die erste gilt meinem Mann, die zweite der Mode und die dritte natürlich des Kochens. Und das führt uns auch so wahnsinnig toll zusammen. Wir haben nämlich, und das plaudere ich jetzt ein bisschen aus, so einen kleinen Kochclub. Ja? Und jeder kocht immer jeden Monat bei sich und lädt dann ein und das sind traumhaft schöne Abende. Und da haben wir uns natürlich sehr nah auch kennengelernt und wir beide stehen eigentlich immer in der Küche. Das muss ich wirklich sagen. Unser kulinarischer Jakobsweg begann vor 2 Jahren am Herd im Breitenbacher Hof. Aus vielen Zutaten entstand ein Hauptgericht und sind eines Geistes Kind. Erinnere dich an die Zeiten, wo wir mittwochs nachmittags nach Düsseldorf gekommen sind, ins Karschhaus, ins Drederswegs oder haben natürlich, wir kennen doch noch, den leckeren, warmen Apfelstrudel gegessen. Und dadurch sind wir immer alle nach Düsseldorf gekommen. Auch wir Kölner sind deswegen nach Düsseldorf gefahren. Und du, Cyrus, hast das auch erlebt. Und das verbindet uns so und das ist so sehr nett. Dann haben wir natürlich auch Bonnie M. gehört, weil das mögen wir auch sehr gerne. Und natürlich die ganzen 80er Jahre gefeiert. Egal, ob nun Daddy Cool, 007, Red Carpet und tolle Auszeichnungen hin und her. Ich bin nicht nur gerne dein Freund, sondern ein riesen Fan von dir. Von deiner Leistung, von deiner Arbeit, vom Breitenbacher Hof, von dem, was du mit deinem Team machst. Und ich muss sagen, danke, dass ich so oft auch dein Gast sein darf und dass wir deine Gäste sein dürfen. Eine tolle Auszeichnung für dich, Hotelier des Jahres.